Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier auf meinem Kanal. Und heute sind ein paar Spiele dran, und zwar die gegen Moskau, dann gegen Wolfsburg und das gegen Mainz noch. Wir werden wahrscheinlich drei Spiele spielen, die so ein bisschen zusammencutten, und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ja, wir sind heute in Stuttgart in der Champions League aktiv. Wir spielen gegen Spartak Moskau, eine russische Mannschaft. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich denke, wir sind hier schon die Favoriten. Das ist das erste Spiel hier in der Champions League. Sieht man hier auch noch kein Spiel gespielt. Wir sind in der Gruppe mit Manchester United, Moskau und Brügge. Ich denke, Zweiter könnten wir hier werden. Da sieht man, wie die Mannschaften hier einlaufen. Wir sehen gleich nochmal unsere Aufstellung. Das ist nicht unsere erste Elf, aber schon ein paar ziemlich gute davon. Beim Spielerdebüt, Timo Horn wird heute das erste Mal spielen. Gerade auch in der Champions League hat er noch nie gespielt. Ja, genau. Dann machen wir hier mal weiter. Und Moskau hier mit dem Anstoß. Und das Spiel geht los. Siebte Minute jetzt. Seredi geht da drauf. Schade, Xhaka jetzt. Auch nicht ganz. Okay, Horn. Erste Chance für... Erste Chance für Moskau. Kommt die Flanke. Nee, keine Flanke. Die legen nochmal ab. Guter Ball da in den 16er und Timo Horn. Gute Parade da von Horn. Es gibt jetzt die Ecke. Momentan ist Moskau auf jeden Fall die stärkere Mannschaft. Jetzt kommt die Ecke. Den müssen wir haben. Horn hat den auch. Arnold. Maxi Arnold. Maxi Arnold. Oh, gute Möglichkeit. Guedes hat sich verletzt. Klein hier mit einer guten Möglichkeit. Jetzt gibt es die Ecke. Passiert da nochmal was? Depay macht die kurz auf Arnold. Weiter. Ball. Oh, das war nochmal richtig gefährlich hier zum Schluss. Schade. Jetzt gehen wir in die Halbzeit und hoffen, dass wir in der zweiten Halbzeit hier in Führung gehen können. Okay, Romagnoli nochmal. Ah, die machen das da gut mit deren Zweikämpfen. Okay, jetzt ist er durch. Der Spieler von Moskau gegen Timo Horn. Das ist das nicht das 1:0. Wir können nochmal klären. Xhaka. Xhaka da im Zweikampf. Okay, die Flanke kommt. Ist aber eher ungefährlich. Wir können nicht wirklich gut klären. Dadurch wird es nochmal gefährlicher. Oh, Seredi mit der Grätsche, die nicht gut war. Oh, Magnoli kann den Ball da auch nicht wirklich klären. Pfosten. Und jetzt ist es. Jetzt ist es soweit. Kein gutes Spiel von uns bis jetzt. Und dann machen die natürlich auch das Tor. So wie es zu erwarten war. Granit Xhaka auf Mkhitaryan. Nochmal Xhaka. Der hier noch einen weiter ablegt. Maxi Arnold. Jetzt nochmal eine gute Chance. Schade. Depay mit der Ecke. Die kommt kurz auf Mkhitaryan. Das wird jetzt wahrscheinlich unsere letzte Chance. Und das ist ein Elfmeter. Das ist ein Elfmeter. Die große Chance jetzt hier für den Ausgleich. Mkhitaryan holt den hier raus. Das ist ein klarer Elfer. Er streckt das Bein hier raus und Mkhitaryan kann nicht weiterlaufen. Depay, macht er den jetzt rein? Memphis Depay. Er macht ihn. 1:1. 91. Minute. Der Torwart war sogar noch in der richtigen Ecke. Oh Mann, das war jetzt nicht wirklich unser bestes Spiel bis jetzt. Depay macht den Elfer zwar richtig gut rein, hämmert den da unter die Latte, keine Chance für den Torwart. Aber dass das so spät erst kommen musste, Depay natürlich jetzt hier mit seinem ersten Tor. Heftig, okay, das war knapp, wir holen hier wahrscheinlich nochmal den Punkt. In der 90. Minute machen wir das Tor noch. Okay, das war knapp, aber wir starten hier in die Champions League Saison mit einem Unentschieden. Und denke, jetzt, wenn man so die den Verlauf des Spiels so sieht, kann man auch eigentlich damit zufrieden sein. Generell würde ich sagen, müsste man die drei Punkte da gegen Moskau holen. Aber wenn man das Spiel mal so gesehen hat, denke ich, sieht man auch, dass es gar nicht so leicht war. 9 Tage, Guedes verletzt, okay, das ist das kann man noch annehmen. Und das nächste Spiel ist gegen Wolfsburg und ich würde sagen, dass wir uns dann wiedersehen. Ja, da sind wir wieder. Wir spielen hier heute gegen Wolfsburg und zwar zu Hause.
in Stuttgart. Wir sehen hier ganz kurz unsere Aufstellung. Wir starten mit Arrizabalaga im Tor. Pasler, Kramagnoli, Rugani und Shaw machen die Verteidigung. Gonalon, Stielemans und Xhaka zentral und Depay, Lacazette und Mkhitaryan in der Offensive. Die Aufstellung von Wolfsburg werden wir gleich wahrscheinlich auch noch eingeblendet sehen. Genau, Sommer im Tor. Tresch, Assue und Klose und Rodriguez machen die Verteidigung. Gustavo, Virinha, Maxim und Caligiuri machen da das Mittelfeld und Max Kruse als Stürmer. Den einen, der da noch im zentralen Mittelfeld war, konnte ich leider nicht ganz lesen. Aber ich würde sagen, dass es hier losgeht. Und zwar mit dem Anstoß von Wolfsburg. Okay, Thielemans, Tresch jetzt am Ball. Spielen die gut aus und das ist schon die erste Möglichkeit und das ist wahrscheinlich das 1:0. Das gibt's doch nicht. Nach 5 Minuten steht's hier 1:0. Eieieiei, Luis Gustavo in der 6. Minute. Rugani läuft komplett ins Leere. Und wir können klären, es war aber sowieso abseits. Schade, Thielemans Kopfballduell gewinnen, der ist noch größer. Gonalons hat den. Ah ne, Xhaka hat den Ball. Granit, Xhaka, 1:1. In der 17. Minute macht unser Kapitän hier den Ausgleich. Okay, das ist doch schon mal gut. Nach 17 Minuten steht es hier wieder 1:1. Thielemans gewinnt hier den Kopfball ziemlich gut. Xhaka setzt sich da gut durch und macht den Ball dann zum Glück rein. Ist jetzt hier sein zweites Tor. Depay, der das richtig gut macht. Nochmal auf Granit Xhaka. Kommt er da zum Abschluss? Nicht gefährlich, aber hier das 2:1. Unglaublich, direkt im Anschluss macht Juri Thielemans hier das 2:1. Damit haben wir das Spiel schon innerhalb von 15 Minuten gedreht. Xhaka, der hier nicht wirklich zum Abschluss kommt, schießt dann, aber der Ball prallt Thielemans direkt vor die Füße und der macht den Ball dann halt auch rein. Erstes Tor von ihm in der 21. Minute jetzt. Gonalons. Guter Seitenwechsel, Depay jetzt. Memphis Depay. Oh, da kommt der Abschluss, aber in der 35. Minute bleibt sie leider nur beim 2:1. Da hätte mehr draus werden können. Lacazette steht da im Rückraum. Alexandre Lacazette. Puh. Ja, jetzt ist zweite Halbzeit. Wir stehen immer noch 2:1 und wir führen hier. Und hoffen, dass wir die Führung hier ausbauen können. Passlack, der sich hier mal was zutraut auf Xhaka. Okay, der Pass war ein bisschen zu stark. Aber auch nicht wirklich die beste Annahme von Granit Xhaka. Maxim gegen Arrizabalaga. Und das 2:2. Max Kruse macht hier das 2:2 für Wolfsburg. Ach Mann, wir sind die bessere Mannschaft, wir haben mehr Chancen, aber irgendwie stehen wir hinten zu offen in dieser Situation zumindest und wir werden komplett ausgekontert. Shaw ist da nicht bei Max Kruse mitgelaufen und es steht wieder 2:2. Gonalons. Gonalons. Mkhitaryan Latte. Es gibt die Ecke. 63 Minuten gespielt. Die kommt nochmal kurz. Mkhitaryan. Henrik Mkhitaryan. Immer noch Mkhitaryan und die nächste Ecke. Rugani. Und dann von hinten in die Beine. Das ist doch. Das gibt's doch gar nicht. Das ist rot. Das ist ganz klar. Jetzt befinden wir uns aber schon in der Nachspielzeit. Und da bringt uns die rote Karte auch nicht mehr wirklich was. Gonalons. Nochmal auf Shaw. Luke Shaw auf Granit Xhaka. Xhaka. Och nein. Och nein. Och nein. Och nein. Es gibt nochmal den Freistoß. Depay. Gute Möglichkeit eigentlich. Depay. Und er schießt ihn vorbei. Memphis Depay schießt ihn vorbei. Was ist denn das? Das wird wahrscheinlich auch hier wieder ein Unentschieden. Ja, das war's. Es wird zum 2:2 hier. Wir sind die klar bessere Mannschaft. Wirklich. Nur wir hatten hier eigentlich Chancen. Das ist heftig. Wie viele Ecken hatten wir? 8 Ecken. Ja, mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Und wir spielen nur 2:2. Und kamen nicht zu gefährlichen Situationen, aber ich denke, das Spiel gegen Mainz spielen wir hier auch noch und hoffen, dass wir da mal wenigstens die Punkte mitnehmen können. Und wenn es soweit ist, dann sehen wir uns. Ja, jetzt hier das letzte Spiel gegen Mainz.
Unsere Aufstellung ist ähnlich wie beim letzten Spiel, nur dass Maxim, wollte ich schon sagen, Arnold spielt anstatt Xhaka. Und wir hoffen, dass wir hier jetzt wenigstens die Punkte mitnehmen können, die 3 Punkte gegen Mainz. Und ich würde sagen, dann fangen wir auch direkt an, Mainz hier mit dem Anstoß, und es geht los. Das Gute ist, dass wir noch keine Niederlage hatten hier heute. Aber vielleicht ändert sich das hier sofort in der 4. Minute, wie es sich gehört hier. Sofort das 1:0 für Mainz und Depay. Schiedsrichter, aber schon. Vielleicht nutzen wir jetzt mal den Vorteil aus. Guter Ball. Lacazette, der muss doch rein. 1:1. 14 Minuten gespielt. Lacazette macht hier ein 1:1. Es war eigentlich ein Foul, aber Thielemans mit einem überragenden Pass auf Lacazette, und der macht den dann auch rein. Ich glaube, das ist sein 4. Tor jetzt. Ja, genau. Lacazette jetzt hier mit seinem 4. Tor. Mkhitaryan ist schneller. Mkhitaryan macht das gut auf Rugani. Der sieht da in der Mitte Juri Thielemans. Der legt nochmal nach unten auf Memphis Depay. Jetzt muss der Ball rein. Depay macht ihn nicht rein. Was ist denn los? Die nächste Ecke hier. Depay macht die kurz auf Mkhitaryan. Der bringt mal eine Flanke in den Rückraum, aber die Flanke war gar nichts. Gonalons. Auf Arnold. Jetzt vielleicht 2:1. 2:1 für uns. Erleichterung vor der Pause hier nochmal. Maxi Arnold macht das Ding rein nach einer schrecklichen Flanke von Mkhitaryan eigentlich. Die kommt dann nochmal sehr, sehr weit nach hinten. Dadurch hat Gonalons da ein bisschen mehr Platz und Arnold macht das super rein. Jetzt steht es hier 2:1. Gleich kassieren wir noch vor der Halbzeit hier 1. Ich sehe es kommen. Busmann. Arrizabalaga. Gute Tat hier. Kurz vor der Halbzeit nochmal. Jetzt ist die 2. Halbzeit angebrochen. Wir führen immer noch mit 2:1. Aber jetzt macht er das gut. Thielemans. Spielt oben Arnold. Der hat 4 Platz. Der sieht in der Mitte. Lacazette. Der Ball muss doch rein. Das ist doch nicht mehr schwer, oder? Boronski. Okay. Oh. Glück gehabt. Da wird es nicht zum 2:2. Gonalons. Gut gemacht. Kein Foul, Schiedsrichter. Guter Pass auf Depay. Vielleicht geht der Ball jetzt ja mal rein. Ja. 3:1, Memphis Depay, somit ist das Spiel hier gegessen und wir gewinnen hier in Mainz. Wenigstens das Spiel gewinnen wir heute, alle anderen waren ja nicht so erfolgreich heute. Gonalons, der den Ball hier wirklich gut spielt auf Depay, und auch der Schuss von Depay war wirklich gut. Damit ist das jetzt schon sein 3. Tor jetzt hier. Und damit ist das Spiel geschafft, wir gewinnen hier zum Glück nochmal 3:1 gegen Mainz. Nach einem frühen Gegentor können wir das Spiel hier doch nochmal drehen und gewinnen. Heute waren es somit 2 Unentschieden und einen Sieg. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!